Seid gegrüßt. Wir reagieren heute auf eine Talkshow von Sarah Wagenknecht. Ihr seht es, ich habe heute einen Gast dabei. Marlon, du bist auf meinem Twitch-Kanal tatsächlich das erste Mal zu Gast. Wer bist du und was machst du? Ja, ich freue mich erstmal hier zu sein. Und was mache ich? Ich mache eigentlich so ein bisschen politischen Kram im Internet auf X und ich mache YouTube-Videos viel, wo ich mich auch über wirtschaftspolitische Fragestellungen damit befasse und hier und dort, keine Ahnung, wenn mal irgendwas Interessantes gerade ist, meine Meinung dazu äußere. Und ja, eigentlich ist das das, was ich im Internet so mache. Hat die Talkshow ja schon angefangen zu schauen? Wie war dein erster Eindruck? Ich fand es eigentlich ganz interessant. Also, ja, Stegner bin ich nicht so der große Fan, muss ich sagen, aber ich glaube, wir werden unseren Spaß dabei haben. Ich habe so 10, 15 Minuten ungefähr beim Kochen gesehen. Das kann ich zumindest so schon mal, ja, sagen. Gut, dann fangen wir jetzt an. Zwei schnelle Fragen vorweg, Herr Grupp. Sind Sie heute wieder mit Ihrem Helikopter angereist und haben Sie heute Morgen Ihr Müsli mit einem goldenen Löffel wieder gegessen, in dem auch Ihre Initialen eingraviert sind, wie ich gelesen habe? Zur letzten Frage. Selbstverständlich habe ich heute Morgen ein kleines Müsli gegessen. Und der goldene Löffel ist schon 40 oder 50 Jahre alt. Und mit dem auch, da muss ich ja sagen. Und mit dem Helikopter bin ich selbstverständlich nicht gekommen. Ich bin mit der Lufthansa gekommen. Sehr gut. Schmeckt das Müsli besser vom goldenen Löffel? Das weiß ich nicht, aber ich habe als Junggeselle mir das angeschafft, alles. Und das ist sicher billiger, weil ich sage, das ist jetzt mindestens Es hält dann 50 ewig. Jahre alt und hält auch noch für die nächste Generation. Und ob der besser schmeckt oder nicht, das hat mir optisch gefallen, weil alle anderen hatten Silberlöffel, die waren sicher nicht billiger. Und ich habe gesagt, ich muss mich ein bisschen abheben und habe gesagt, dann mache ich Gold. Zu unserem Thema Reichtum, Herr Grupp, finden Sie es gerecht, dass einzelne Menschen über so viel Geld verfügen, dass sie es realistischerweise nie werden ausgeben können? Also ich kenne die einzelnen Menschen nicht. Wenn es durch Leistung zustande gekommen ist, habe ich großen Respekt. Ich sage, ich kenne ja auch viele, die Milliardäre sind oder so ähnlich. Also ein Herrn Wirth, das ist für mich ein Riesenvorbild. Ich sage jetzt mal, und ich glaube, dass alles als seine Mitarbeiter stolz sind, dass sie bei dieser Firma arbeiten. Und deshalb sage ich, wenn die Verantwortung übernommen wird und mehr als essen kann man ja als Millionär oder Milliardär auch nicht. Und wenn man Doch, das, man kann mehr als ja essen. gut, es tut aber dann nicht gut, aber ich sag mal, wenn man dann aber auch sagt, das Kapital lässt man arbeiten in der Firma, so wie ich habe kein Privatvermögen, theoretisch mein ganzes Privatvermögen indirekt, die Gewinne bleiben in der Firma und werden dort verwaltet und werden dort alles, wird alles gemacht. Und wenn ich etwas brauche, nehme ich das aus der Firma, aber das Kapital arbeitet, um die Arbeitsplätze zu garantieren, die ich 54 Jahre garantiert habe, nie eine Ja. Kurzarbeit gemacht habe, nie entlassen habe. Und das ist das, wo ich sage, mein Kapital ist die Firma und die Mitarbeiter sind stolz und sind nicht Okay. neidisch, dass mir jetzt zufällig die Firma gehört. Das haben wir verstanden. Ja, aber das ist ja nicht der Standard, dass ein Unternehmer Einzelunternehmer ist und all das Vermögen in der Firma bleibt. Also die meisten Superreichen haben ja Vermögen in Form von Aktien und da wird ihnen jedes Jahr eine Dividende überwiesen, die eben in ihr Privatvermögen wandert, die eben aus der Firma entzogen wird. Genau, und ich finde, dieser Leistungsaspekt, den finde ich ganz interessant, weil ich würde behaupten, dass niemand, der am Ende ein Milliardenvermögen irgendwie besitzt, das aus Eigenhände, Arbeit und Leistung vollständig aufgebaut hat. Letztendlich sind ja diejenigen, die im Unternehmen dann arbeiten, die, die den Wohlstand dann auch schaffen und die am Ende ja auch diese Gewinne und Profite überhaupt erst möglich machen. Ich will überhaupt nicht in Abrede stellen, dass irgendein Geschäftsmann eine tolle Idee hatte und das Unternehmen auch mal mit aufgebaut hat. Nur wenn am Ende das Jahreseinkommen 100, 200, 300 oder 400 Mal so hoch ist wie das von einem normal Beschäftigten, also man leistet ja nicht ein so Vielfaches mehr. Und Ja, und da, das, was du ja. gerade meintest, dass das 100-mal so hoch ist wie bei einem normalen Beschäftigten, das ist ja bei den DAX-Konzernen schon bei den CEOs der Fall. Also nicht mal bei den Eigentümern, sondern allein schon bei den bestbezahltesten Angestellten. Also die Eigentümer, die kriegen dann nochmal
schon mehr als das Tausendfache des Einkommens eines normalen Arbeiters, und zwar durch Dividenden. Ja, total. Und da finde ich eben, wenn man jetzt so ein Wirt oder wie die alle heißen und auch die Aldi-Brüder, wenn man sagt, ja, das ist alles deren Leistung gewesen und die haben aufgrund dieser Leistung dieses riesige Vermögen, dann würde ich das so tatsächlich nicht unterschreiben, auch wenn ich Wolfgang Grupp an sich tatsächlich gar nicht so unsympathisch finde. Aber ich finde, er hat hier, was die Leistung angeht, da habe ich ein anderes Verständnis von. Also ich glaube halt nicht, dass ein Multimilliardär am Ende dieses super große Vermögen durch seine eigene Leistung erhalten hat, sondern vor allem, indem er andere für sich hat arbeiten lassen. Und am Ende ist es ja auch nicht Kapital, welches arbeitet, sondern es sind die Menschen, die man durch das Kapital für sich arbeiten lässt. Also gut, aber ja, können wir jetzt hier uns drüber unterhalten. Da würde ich eben das Ganze ein bisschen anders sehen. Und die Aldi-Brüder, die du angesprochen hast, die sind auch schon tot. Das heißt, die haben ihr Vermögen auch schon an die nächste Generation weitervererbt. Beide mittlerweile? Ja, ja. Sind beide schon? Ich dachte mal, einer würde noch leben. Nee. Okay. Der eine ist 2010 gestorben, der andere 2014. Ja, wir wurden im Chat gerade gefragt, ob wir noch aufs BSW-Programm, also auf die Wohlstand für alle Analyse des BSW-Programms reagieren. Heute auf jeden Fall nicht. Das würde den Rahmen wohl sprengen. Ja. Ich hatte mir die Analyse schon angesehen und die war durchaus, ja, fair. Also die war durchaus vernünftig. Ich habe mir da so das erste Drittel oder die erste Hälfte angehört. Ich fand es jetzt auch so im Großen und Ganzen, man muss vielleicht nicht überall mitgehen, aber das war, wie du schon sagtest, fair bewertet. Also jetzt nicht irgendwie, dass man BSW da in so eine Ecke stellen wollte, nur weil es halt BSW oder so ist. Ja, es war halt diese grundsätzliche Kritik am Nationalismus, also das, was alle Parteien machen. Sprich, im Sinne der nationalen Volkswirtschaft zu handeln, dass Ole und Wolfgang das grundsätzlich kritisiert haben, aber das ist ja in unserem Wirtschaftssystem nun mal so. Ja gut, sie argumentieren ja auch aus einer marxistischen Perspektive und aus einer solchen Perspektive macht diese Kritik ja auch Sinn, aber wir beide sind ja keine Marxisten, also sehen wir das dementsprechend wahrscheinlich ein bisschen anders. Ja, und den Kritikpunkt, den kannst du bei jeder Partei bringen. Das ist jetzt bei der Linken so, das ist bei der FDP so, das ist bei der AfD so, das kannst du überall sagen. Ja. Es sind gleichzeitig auch nicht alle Unternehmer wie Sie, Herr Grupp, Frau Wagenknecht. Sie gehören zu den Top-Verdienern im Deutschen Bundestag. Glückwunsch dazu. Eine Frage, halten Sie sich selber für reich, für vermögend? Es ist ja immer eine Frage der Relation. Also im Vergleich zu dem, was viele Menschen verdienen, die sehr hart arbeiten, ist es natürlich ein immenser Reichtum, wenn man für ein Buch in einem Jahr 700.000 Euro bekommt. Hinzu kommen noch Vortragshonorare, glaube ich. Nee, also ja gut, die sind aber nicht so hoch. Also das, was man mir auch vorgeworfen hat, wobei ich mich frage, muss ich mich jetzt dafür rechtfertigen, dass ich das Buch verkauft hat. Also wie gesagt, im Vergleich dazu, was viele Menschen verdienen, ist das sehr viel. Im Vergleich dazu, was jemand mit einem Milliardeneinkommen hat oder mit einem Milliardenvermögen, Einkommen ja nicht, mit einem Milliardenvermögen ist es nicht so viel. Ich glaube, das, was in unserer Gesellschaft schiefläuft, ist vor allem, dass Leistung und Einkommen sich in vielen Bereichen entkoppelt haben. Also wir haben immer mehr Berufe, wo die Leute sehr hart arbeiten und trotzdem nie einen wirklich bescheidenen Wohlstand erreichen. Also nie in die Chance, nie in die Situation kommen, sich ein eigenes Häuschen leisten zu können, eine gewisse finanzielle Sicherheit zu haben, ein Leben, das, wo man sich auch mal zurücklehnen kann, sondern es bleibt ein ständiges Kämpfen. Und auf der anderen Seite haben wir tatsächlich Berufe, die gerade in der Finanzbranche, in anderen Bereichen, wo man sich fragt, auch im Management, wenn ich mir angucke, die Manager der Deutschen Bahn, also ein Unternehmen, was permanent verspätet ist, schanzen sich dann Millionenboni zu. Das hat mit Leistung nichts zu tun. Und diese Diskrepanz zwischen dem, was jemand leistet und dem, was er verdient oder eben auch nicht verdient, aber bezieht, das ist das, was in unserer Gesellschaft wirklich auseinanderklafft. Und das ist ein echtes Problem. Also ich möchte keine Gesellschaft, wo man sich rechtfertigen muss, weil man einen goldenen Löffel benutzt. Also das finde ich jetzt wirklich nicht angemessen. Aber wenn dieses Leistung und Einkommen immer weiter auseinandergeht, dann haben wir tatsächlich eine gesellschaftliche Entwicklung, die problematisch ist. Was man dagegen tun kann, besprechen wir Pause machen? Wir sind noch bei der Begriffs... Ich finde das ganz spannend, dass BSW dann ja die Partei eigentlich werden möchte, die sich wieder auch auf diese Leistungsgesellschaft zurückbesinnt. Also du leistest etwas, du arbeitest und sollst dann dafür letztendlich auch ein Einkommen
vorfinden, was nicht zu Altersarmut im Alter führt und auch nicht zu Armut im Erwerbsleben führt, sondern ein Einkommen, was dir finanzielle Sicherheit bietet, womit du dir ein Polster auch aufbauen kannst und womit du in der Lage bist, auch mal vielleicht in den schönen Urlaub zu fliegen oder dir irgendwas Tolles leisten zu können, was du dir einfach mal leisten möchtest, ohne dann immer durchrechnen zu müssen und am Ende des Monats vielleicht in der letzten Woche sagen zu müssen, okay, dann kaufe ich mir jetzt mal kein Fleisch oder dann muss ich das und das nicht kaufen, sondern dann gibt es irgendwie 2 Tage, 3 Tage Nudeln mit Ketchup oder sowas. Und ich finde das tatsächlich spannend, dass es ja ansonsten irgendwie keine andere Partei sowas vertreten möchte. Sie sagen das irgendwo dann immer mal, aber wenn sie dann regierende Verantwortung haben, dann machen sie das glatte Gegenteil. Ja, wir haben ja die letzten Jahrzehnte gesehen, dass die Löhne wesentlich schwächer gestiegen sind, als es die Produktivitätsentwicklung hergegeben hätte, weil die Kapitalerträge eben so wesentlich stärker gestiegen sind. Wir sehen das schon seit den 80ern, dass sich Lohn und Produktivitätsentwicklung voneinander entkoppelt haben und dass besonders am extrem schwachen Wachstum beziehungsweise fast komplett ausbleibenden Wachstum der sehr niedrigen Löhne liegt. Also die unteren 10-20% der Bevölkerung, die haben in den letzten 30 Jahren keine realen Einkommensgewinne hinzugewonnen, obwohl die Wirtschaft sehr stark gewachsen ist. Also das ist eine Entwicklung, die schlichtweg umgekehrt werden muss. Also wir brauchen ein anderes Steuersystem und eine andere Lohnpolitik. Ich finde das ganz spannend. In den USA gab es ja auch so eine Phase der Deindustrialisierung, wo ganz, ganz viele auch Industriebetriebe sich dann gesagt haben, sie gehen nach Asien oder woanders hin. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ganz viele Industriejobs, die gut bezahlt waren, auf einmal weggefallen sind und viele Leute, die zuvor vielleicht über 10, 20 Jahre sichere Einkommensquellen hatten, dann vor der Situation standen, auf einmal vor dem Nichts zu sein. Und in Deutschland hat man ja auch eben etwas Ähnliches gesehen und in den USA hat man jetzt die richtigen Schlüsse gezogen. Man investiert seitens des Staats und schaut, dass man Industrie auch wieder ansiedelt, um eben wieder gut bezahlte Arbeitsplätze zu haben, wo dann eben auch große Produktivitätssteigerungen drin wären. Bei uns sieht man ja die Ampel, aber auch die CDU ja genauso, eigentlich alle etablierten Parteien, die ja so eine Sparpolitik, Kürzungspolitik machen wollen und sich eigentlich weigern, eine solche Industriepolitik zu fahren, um wieder gute Jobs auch im Land anzusiedeln. Und das kannst du ja nicht erklären. Also wenn du jetzt mal nach dem Prinzip vorgehen würdest, du möchtest das Beste für die breite Masse rausholen, dann würdest du eine solche Politik ja nicht machen. Ja. In den USA, da wäre diese Deindustrialisierung, die du angesprochen hast, ja noch viel, viel schlimmer. Also Deutschland ist dann ja noch vergleichsweise glimpflich davon gekommen. Deutschland hat ja den Anteil der industriellen Wertschöpfung am BIP immer relativ konstant gehalten, auch auf Kosten anderer europäischer Volkswirtschaften, brauche ich jetzt gar nicht darauf eingehen, aber diese extreme Aufblähung des Finanzsektors und die damit einhergehende Deindustrialisierung, die war in den USA und in Großbritannien noch viel stärker als hier auf dem europäischen Kontinent. Großbritannien, vielleicht, wenn ich da nochmal einmal kurz einhaken darf, das finde ich ganz witzig, das ist ja unter Thatcher passiert, also die neoliberale Reformen oder Agenda in Großbritannien durchgedrückt hat. Und eine Alice Weidel hat vor einigen Monaten, oder das ist schon länger her, sich mal sehr positiv zu Thatcher geäußert. Und dann fand ich das ganz spannend, dass sie ja sonst von der grünen Deindustrialisierung warnt, aber dann eine Frau hochlobt, die eigentlich die Deindustrialisierung in Großbritannien in einem Maße vorangetrieben hat, wie das zuvor und danach nie wieder passiert ist. Und das ist ja genau diese inhaltliche Ebene, auf der man dann auch diese Neoliberalen in der AfD aus meiner Sicht stellen muss. Ja, die Weide, da kann ich mir das gut vorstellen, die kommt ja von Goldman Sachs und von der Hayek-Gesellschaft. Also da hätte ich jetzt auch nichts anderes erwartet, als dass die Politik für den Finanzsektor und eher nicht für die Industrie machen will.